So, hallo und willkommen zu unserer kleinen Vortragsreihe zu unserer Ausstellung Die Architekturmaschine. Mein Name ist Theresa Fankhänel, ich bin die Kuratorin der Ausstellung und auch gleichzeitig wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Architekturgeschichte und kuratorische Praxis. Und ich werde heute die zweite Veranstaltung im Rahmen dieser Reihe durchführen, gemeinsam mit Heike Werner, die auch schon da ist und die man auch schon sehen kann. Ich werde kurz ein paar einführende Worte zu Heike sagen und dann werden wir gleich in ein Gespräch zu früher Computerkunst und natürlich auch ein bisschen früher Architektur, die mit dem Computer gestaltet wurde, einsteigen. Am Ende wird es Raum für Fragen oder Kommentare geben. Wenn es zwischendurch Fragen gibt, die nicht warten können, dann würde ich Sie bitten, dass Sie die im Chat schon mal notieren. Meine Assistentin Clara ist im Hintergrund auch dabei und wird mich daran erinnern, dass ich die Fragen dann nicht vergesse am Ende. Aber erstmal zum Thema frühe Computerkunst. Das ist vielleicht einigen ein Begriff. Wir werden jetzt versuchen, ein paar ausgewählte Werke und auch ein paar ausgewählte Prozesse zu besprechen, die im Rahmen der Ausstellung für uns sehr interessant sind. Heike Werner, die heute dabei ist, ist Galeristin und hat auch an der TU München selbst Architektur studiert in den 90er Jahren, hat unter anderem bei Manfred Wolf Plotek eines der ersten Seminare zum Computer in der Architektur an der TU München besucht und wird vielleicht auch davon später noch ein kleines bisschen berichten. Sie interessiert sich aber auch sehr für frühe Computerkunst und betreibt eine kleine Galerie, die Computerkunst und neue Fotografie sammelt und ist insofern eine sehr interessante Expertin auf diesem Gebiet und auch, glaube ich, eine Liebhaberin. Und schön, dass du heute dabei bist. Das freut mich sehr, dass wir uns für eine halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten zum Thema frühe Computerkunst unterhalten können. Und ich wollte gleich losgehen und dich fragen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, Computerkunst zu sammeln und was dich daran interessiert. Ja, ich muss nur kurz ergänzen, also ich habe keine wirkliche Galerie, ich habe eine Online-Galerie. Also das läuft eigentlich von Anfang an seit fast 10 Jahren jetzt online und von daher habe ich jetzt keine Räume, die man besuchen kann, aber online kann man mich besuchen. Ist ja auch passend zum Thema. Ja, und wie hat das angefangen? Also bei mir war da unheimlich oft der Zufall eigentlich im Spiel. Also ich habe in den Nullerjahren gab es auch eine tolle Ausstellung im ZKM in Karlsruhe, die ich zufällig gesehen habe, die algorithmische Revolution. Dann habe ich mir ein Buch gekauft von Herbert W. Franke, der das Thema ja ganz toll dokumentiert hat, seit den 60er Jahren kann man sagen und auch kunsthistorisch schon da viel vorbereitet hat. Dann habe ich immer mehr gelesen und wollte dann auch wissen, was ein Algorithmus ist. Also das hat mich dann gepackt einfach und seither habe ich dann auch immer mehr Bücher gekauft und auch Drucke gekauft und so kam das, dass ich dann eigentlich die Online-Galerie aufgemacht habe. Mhm. Und wenn man jetzt an digitale Kunst denkt, dann hat man natürlich mittlerweile 6, vielleicht sogar 7 Jahrzehnte, die man sammeln könnte. Du sammelst ja aber ausschließlich aus einem gewissen Zeitraum, oder? Also fast ausschließlich. Also diese hauptsächliche Digitalkunst, also die frühe Digitalkunst, die fängt eigentlich 64 an oder in den frühen 60er Jahren, als die ersten Ausgabegeräte, also Plotter, die Zuse 64 Zeichenmaschine und so, als die auf den Markt kamen und in die Rechenzentren kamen, da haben die Leute dann angefangen, auch sich künstlerisch auszuprobieren, zu experimentieren. Und es gibt aber schon Beispiele aus den 50er Jahren. Das ist dann, das nennt man allerdings dann Analoggrafik, weil die Computer noch, das waren Analogcomputer damals, Oszillogramme zum Beispiel, Oszillographen oder Oszilloskop sagt man eigentlich, ja. Also an Analogcomputern hat man dann eben auch schon rumexperimentiert. Da war auch der Herbert W. Franke früh dabei. Da können wir vielleicht Clara gleich mal die Bilder einblenden, damit wir wissen, worüber
wir sprechen. Ja, genau, das sind dann... Und dann können wir gleich mal zum dritten Bild gehen. Das. Genau, hier sieht man das schwarz-weiße Hochformatige, ist der Herbert W. Franke und ein Oszillogramm. Das hat er abfotografiert von einem ganz winzigen Bildschirm, den er damals hatte. Der hat sich die Apparatur selbst gebaut. Der ist ja auch Doktor der theoretischen Physik. Und das andere ist von Kurt Alsleben, auch auf einem Analogcomputer generiert praktisch, aber dann ausgegeben über den Messschreiber, was der eigentlich hatte damals. Also im Prinzip fängt es schon, in Amerika gab es auch noch den Ben Laposky, der hat es schon, 1952 hat er schon angefangen mit diesen auch Oszillogrammen so ähnlich und hat da auch schon Ausstellungen veranstaltet. Also das sind eigentlich so die Vorväter, sagen wir mal, der Digitalkunst, die mich natürlich auch interessieren, aber das wird nicht eingeordnet unter algorithmische Kunst oder Digitalkunst einfach. Und der Zeitraum, auf den du dich fokussierst, sind ja vor allem die 60er und 70er Jahre, oder? Das ist so die. Genau, so bis Mitte der 70er Jahre. Und was natürlich auch für mich interessant ist oder generell interessant ist, es gibt viele von diesen Pionieren, das ist eigentlich die Pionierzeit, die das auch fortgesetzt haben, zum Teil mit Unterbrechungen, aber die eigentlich bis heute noch digital arbeiten und eigentlich in ihrem Schaffen immer weitere Werkphasen dann digital auch angegangen sind. Also zum Beispiel der Manfred Mohr, die Vera Molnar, auch der Herbert W. Franke hat viel später auch noch gemacht oder macht bis heute, soweit ich weiß. Dann, also da gibt es schon einige, die da auch dran geblieben sind und die sind natürlich dann auch später interessant, weil das so eine Entwicklungslinie ist. Und wenn man jetzt sagt, man sammelt ausschließlich aus der Frühzeit des Computers in der Kunst und vielleicht auch in der Architektur, was ist genau das Spannende an diesen frühen Werken? Also was mich als erstes natürlich angesprochen hat, so, das war eigentlich das Gleiche, was mich an der Architektur auch angesprochen hat, diese Kombination aus Technik und Kreativität, also dieses... berechenbare, rationale auf der einen Seite und die Kreativität eben. Also das hat mich als erstes eigentlich so angesprochen und dann eigentlich beim zweiten Hinsehen oder wenn man das mal aus einem weiteren Blickwinkel betrachtet, dann ist es natürlich unglaublich. Also selbst diese Grafik hier von Kurt Alsleben, die so simpel anmutet, aber das war ja eine unglaubliche Offenbarung, dass man auf einmal mit einer Maschine Grafiken erzeugen konnte. Und also das ist für mich, ist das auch schon, also ich glaube, das kann man auch generell so sehen, das ist wirklich eine neue kulturelle Epoche, also wirklich die digitale Revolution eigentlich in der Kunst auch, die sich hier zeigt. Also ich vergleiche das oft mit der Renaissance, die eigentlich beinhaltet hat, auch die Entdeckung der Perspektive, der Zentralperspektive. Also so ähnlich vom Level her sehe ich das eigentlich. Deswegen bin ich da auch so begeistert davon. Und ich denke, dass die frühen Computerpioniere eben auch diesen Enthusiasmus entwickelt haben, was man da auf einmal machen kann und was für ein Werkzeug sie an der Hand haben. Und jetzt hast du sie schon erwähnt, die Pioniere, und du hattest ja auch schon mehrere Namen erwähnt. Was war denn der professionelle Hintergrund von vielen von diesen Pionieren? Waren das Architekten oder waren das so klassisch ausgebildete Künstler? Also es waren in der Regel, also zum Beispiel der Alsleben, der hat freie Kunst studiert, aber der hat jetzt gut diese frühen Sachen gemacht. Der Herbert W. Franke, wie gesagt, der hat... Mathematik und Physik studiert, hat einen Doktor in theoretischer Physik und eigentlich Georg Nees war ja auch Mathematiker, Physiker,
Philosophie, hatte seinen Doktor gemacht bei Max Bense. Frieda Nake war Mathematiker oder ist Mathematiker. Da waren also wahnsinnig viele Ingenieure, Mathematiker, Physiker, die da auch den Zugang hatten, weil das war ja nicht so, dass das jeder da gerade ran konnte. Das waren ja meistens Forschungseinrichtungen oder bei Unternehmen war das angesiedelt. Und es gibt schon auch, bei den Pionieren gibt es schon auch ausgebildete Künstler eben. Also zum Beispiel der Manfred Mohr, der war so begeistert von der Sache, dass er sich das Programmieren selbst beigebracht hat und dann in Paris, wo er damals gelebt hat, einfach zum Meteorologischen Institut gegangen ist und gefragt hat, ob er den Großrechner benutzen kann, um Kunst zu machen. Und das war eigentlich ein glücklicher Zufall, dass die ihm das dann erlaubt haben, dass er nachts oder am Wochenende diesen Großrechner nutzt. Und du hast dann, ja, Entschuldige. Ah ja, ich rede zu viel. Ja, Frage. Du hast es gerade schon so ein bisschen mit angedeutet. Und man sieht es auch bei den beiden Bildern, die jetzt eingeblendet sind. Was sammelt man denn eigentlich, wenn man digitale Kunst sammelt? Also wir haben es ja auch in der Vorbereitung der Ausstellung gemerkt, dass man selten tatsächlich Digitales aus dieser Zeit findet. Aber was ist es denn, was man dann eigentlich in deiner Galerie hat oder was man vielleicht auch in Sammlungen findet aus dieser Zeit? Also hier bei dem ersten ist natürlich das Beispiel, das sind zum Teil die frühen Sachen auch Fotografien, weil einfach von dem Bildschirm oder die Bildschirme, die es gab, hat man abfotografiert, wie der Herbert W. Franke hier. Und dann gibt es natürlich die mit den Zeichenmaschinen, also mit den Anfängen der wirklichen Digitalkunst eigentlich, dann eben die Originalausdrucke, Originalplots. Das ist zum Teil noch zu finden. Dann gibt es natürlich von diesen wiederum angefertigt, das war dann wie so eine Blaupause oder negativ, wurden dann Drucke, Siebdrucke, Lithografien, Offsetdrucke, also alle möglichen Druckgrafiken wurden dann hergestellt von diesen Ausdrucken. Ja. Vielleicht können wir da gleich mal die nächsten Bilder einblenden. Wir haben ja eine ganze Reihe sehr, sehr schöner Abbildungen von den Geräten dabei, mit denen diese Zeichen teilweise gedruckt oder gezeichnet wurden. Genau, das Erste, was man hier links sieht, das ist einfach nur so ein Beispiel für so einen Analogcomputer. Also der ist auch hier recht klein, weil ich glaube, das war so zum Funken haben sie den benutzt. Und darüber mit dem Bildschirm, also dieser winzige Bildschirm, das ist eben das Oszilloskop und darüber der Messschreiber. Also das war das, was so bis, ja, also hier in Deutschland zumindest, eigentlich zur Verfügung stand bis Anfang der 60er Jahre. Mhm. Ja. Genau. Und wenn wir mal ein Bild weitergehen, können wir vielleicht auch gleich über das Zeichnen sprechen, denn du hattest ja gerade schon angedeutet, dass viele der Leute, die in der frühen Computerkunst aktiv waren, auch einen sehr technischen Hintergrund hatten. Und ja, das hat ja irgendwann geändert. Genau, also es wurden natürlich dann auch Anwendungen gesucht. Also man sieht hier Sketchpad und Urban 5. Auch für Ingenieure, für Konstruktionen ganz vorne dabei war da halt auch die Flugzeugindustrie, die schon früh über Bildschirme das abgewickelt haben. Aber eigentlich waren die Bildschirme noch absolut selten in den 60er Jahren. Also man sieht es an diesem IBM-Gerät da unten und rechts. Also davon gab es 71, habe ich gelesen, 1000 Geräte in den ganzen USA, also nicht sehr weit verbreitet. Das war wirklich hochspezialisierte, große Firmen, die sich das leisten konnten. Und in die Ingenieurbüros oder in die Architekturbüros ist es eigentlich erst viel später, weil man musste ja auch das Ganze erst entwickeln, die Software, um die praktisch zugänglich zu machen. Der NIES hat ja die Software praktisch dem Projekt auf den Leib geschrieben und das konnte man ja auch nicht immer machen, eher seltener. Oder was hast du jetzt gemeint? Mhm. Genau, und man sieht ja auch bei den beiden Projekten, also Sketchpad, was man ganz links sieht, und
Urban Five, was man in der Mitte sieht, ja auch die ersten Anfänge, wie man auf dem Bildschirm zeichnen konnte. Viele der anderen, der früheren Kunstwerke sind ja programmiert worden über Algorithmen. Das heißt, man hat ja eigentlich nicht mit der Hand gezeichnet, wie man das jetzt hier bei diesen beiden Bildschirmen sieht. Das war ja auch eine wahnsinnige Erleichterung für viele, die eben nicht programmieren konnten. Ja, das stimmt. Wobei das jetzt, was man hier sieht, das sind wirklich ganz spezielle Anwendungen, die, also wie zum Beispiel von Nico Ponti, das Urban Five, die ja auch in so einem Art Labor entwickelt wurden dann. Und also nicht so häufig eingesetzt wurden. Also die meiste Computerkunst, die ich jetzt kenne, so aus Deutschland, die wurde eigentlich wirklich programmiert mit Algorithmen. Und dass man diese Hilfsmittel hatte, da waren auch die Amerikaner schon etwas weiter, muss man sagen. Dann. Das ist ein gutes Stichwort, um vielleicht auch kurz auf die Ausstellung zu sprechen zu kommen, denn wir haben ja ein Projekt in der Ausstellung, zu dem du auch relativ viel oder sehr, sehr viel recherchiert hast, nämlich den Siemens-Pavillon auf der Messe in Hannover von 1970. Magst du uns vielleicht etwas zu diesem Projekt erzählen und auch, was die Verbindung vielleicht zu der Computerkunst aus der gleichen Zeit ist? Also zu dem Projekt kann ich jetzt nur sagen, das war ja, der Architekt war Ludwig Raase, der hat in der Designabteilung von Siemens damals gearbeitet. Also ich sage jetzt mal einfach Designabteilung, die hieß auch anders. In den Jahren hat die sich öfter mal umbenannt, die war relativ eigenständig und hat sich eigentlich um Messebau und Marketing gekümmert. Und der Georg Nees war ja am Rechenzentrum in Erlangen, also der Computerexperte eigentlich. Und die haben sich dann zusammengefunden, um eben dieses Pavillon-Projekt zu realisieren. Und genau hier, das ist jetzt der erste, der Siemens 2002. Das war eigentlich auch ein Computer, der noch in den 60ern sehr verwendet wurde. Aber 1970 wurde dann der Siemens 4004 vorgestellt. Also auch ein Großrechner, aber eben ohne den etwas irreführenden Bildschirm, den man da sieht, weil ich glaube, der vermute ich war nur bisschen dekorationsmäßig dort. Ich weiß nicht, ob der so wirklich eingesetzt wurde. Genau, vielleicht können wir ja noch das andere Bild von dem Siemens-Pavillon genau 1970 zeigen. Hier sieht man die Decke, die von Ludwig Raase und von Georg Nees gemeinsam entworfen wurde und die ja tatsächlich, wie wir denken, das erste gebaute Gebäude in Deutschland ist, das mit dem Computer oder mit Hilfe eines Computers zumindest ein Stück weit entworfen worden ist. Ja, also ich denke schon, dass das schon völlig mit dem Computer entworfen wurde oder die verschiedenen Phasen eigentlich des Entwurfs da schon abgedeckt wurden, weil das war schon auch für den Ludwig Raase auch ein Experiment oder ein Probelauf. Also wir haben das einmal gemacht, natürlich, um zu zeigen, was diese Maschine Tolles erreichen kann, also bei was die helfen kann, aber auch um für zukünftige, komplexere Projekte das einfach auch mal durchzuspielen. Von daher. Also für alle, die den Entwurf nicht kennen, es geht hier um diese weiße Decke, die man sieht, die man in dieser Untersicht sieht, die aus Sechsecken besteht und die auf einem Raster basieren, das von dem Computer erstellt worden ist. Das heißt, der Computer hat mehrere Variationen dieses Rasters durchgespielt und Ludwig Raase, der Architekt, hat dann eben die finale Form ausgewählt, die dann auf der Messe in Hannover 1970 gebaut worden ist. Und gleichzeitig haben wir auch diese sehr wunderschönen Zeichnungen von einer Ansicht, einem Aufriss dieses Pavillons, der ebenfalls mit dem Computer generiert worden ist. Genau, ich habe das gerade hier, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, hier ins Bild gehalten. Ich habe das nur hier rausgesucht, weil das ist ein Ausstellungskatalog von einer Computerkunstausstellung und da wurde genau das auch gezeigt als Architekturdarstellung. Und
Genau, wo waren wir stehen geblieben bei? Ich glaube, du hast gerade ein sehr gutes Stichwort gegeben, nämlich dass diese Architekturentwürfe auch im Rahmen von Kunstausstellungen gezeigt worden sind. Vielleicht können wir auch darauf noch so ein bisschen eingehen, denn vor allem Georg Nees hat ja einen sehr engen Bezug zur Kunst gehabt. Wir zeigen in der Ausstellung ja zum Beispiel auch ein weiteres Werk von ihm, das weniger Architekturbezug hat, nämlich diesen Korridor, der vielleicht eher ein freies Kunstprojekt war. Genau, also er hat auch, der Georg Nees hat eigentlich auch für die Hannover Messe 69 schon Grafiken gemacht, die auch ganz stark eingesetzt wurden. Das war diese eine, ich weiß nicht, ob du die auch hier hast, die Kugel in der Kugel, also dieses kugelförmige. Und das war eigentlich sein Beitrag zum Marketing für Siemens auf der Hannover Messe 69. Also ein Jahr zuvor, und da von daher kannte er den Raser auch schon, weil der auch mit dem Marketing zu tun hatte. Und ja, nochmal zu dem Pavillon, den man hier sieht von 1970. Dem Raser war natürlich sehr dran gelegen, dass er in der Ausstellung auch eben die Leistungsfähigkeit von diesem Computer zeigt, weil das Dilemma war ja, dass diese alten Rechner oder diese Großrechner, das waren eben so Schränke, und dann gab es noch die anderen Schränke, da waren die Magnetbänder drin. Also es waren eigentlich Schränke, Schränke konnte man jetzt nicht so schön bildlich darstellen. Das heißt, das war auch gleichzeitig eine Demonstration von der Leistungsfähigkeit von dem Produkt. Also insofern war das schon eine große Sache zu sagen, hier, das hat unser Großrechner hier entworfen. Mhm. Der stand dann auch so ein bisschen im Vordergrund natürlich, nicht der Architekt so sehr. Du hast gerade schon die Leistungsfähigkeit der Rechner angesprochen. Welche Leistungen hat man denn eigentlich in Anspruch genommen in diesen frühen Kunstwerken und auch in diesen frühen Architekturprojekten? Also bei Raase könnte man jetzt sagen, das ist sicher ein früher parametrischer Entwurf oder ein Entwurf, der zumindest so versucht, Architektur zu parametrisieren, aber es gab ja, wie wir schon gesehen haben, von Herbert W. Franke zum Beispiel ganz, ganz andere Ideen. Da gab es einfach auch unterschiedliche Ansätze, also so dieses sehr konstruktive, wie bei Raase und Nees, oder dass der Nees auch versucht hat, dann wirklich Perspektiven zu erzeugen, wie bei dem Korridorbild. Das war natürlich auch ganz gezielt auf die Darstellungsmöglichkeiten. Ansonsten gab es halt auch wirklich, das war schon auch als Kunst beabsichtigt, auch was der Georg Nees vorher schon gemacht hat. Also da war schon der Wille zur Kunst, und die wurden ja auch ausgestellt. Ab 1965 war die erste Ausstellung von Georg Nees in Stuttgart damals. Und hier, was ich gerade hochgehalten habe, das war dann so eine Ausstellung noch im gleichen Jahr, also 1970, wurde eine Kunstausstellung zusammengestellt, die dann auf Wanderschaft gegangen ist in der ganzen Welt, in Italien, Europa, überall. In Kalkutta war das auch, und wo dann diese Computerkunst gezeigt wurde und die ganz unterschiedliche Ansätze hat, wie zum Beispiel auch der Otto Beckmann, der hat ja wieder einen ganz anderen Ansatz. Mhm. Otto Beckmann, den wir auch in der Ausstellung zeigen, mit mehreren Projekten, genau. Genau. Und das ist auch das Interessante eigentlich, dass es da sehr unterschiedliche Arbeiten gibt. Oder, ja. Sehr gut. Und um es vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, wir haben ja schon gesagt, dass es aus der Frühzeit eigentlich keine digital erhaltenen Daten gibt, außer vielleicht Lochkarten, die es ja tatsächlich in manchen Fällen noch zu finden gibt, aber die ja tatsächlich kein Speichermedium des finalen Produkts sind, sondern eigentlich eher die Anweisung an den Computer, wie das Produkt erstellt werden soll oder das finale Bild in dem Fall. Mhm. Wann hat sich das denn eigentlich geändert? Ab wann gibt es denn in der digitalen Kunst tatsächlich Datensätze, die gespeichert werden konnten? Datensätze, die gespeichert, also Informationsträger, also die Lochkarte ist schon ein Informationsträger, Lochstreifen auch, Magnetbänder sind Informationsträger,
Also diese Magnetbänder, da konnte man zum Teil auch Bilder, also oder Grafiken speichern. Ich weiß jetzt nicht genau, auf was du raus willst, aber die Magnetbänder, die gab es dann schon ab 61 oder was meinst du jetzt? Genau, also meine Frage ging eigentlich in die Richtung auch zu fragen, ab wann man digitale Bilder gespeichert hat. Und das ist ja, glaube ich, tatsächlich erst in den 80er Jahren in größeren Mengen möglich geworden oder in den 70er Jahren, seitdem man Disketten hatte, auf denen man dann eben kleinere Magnetbänder. Ach so, ja. Ja, so diese Floppy Disk, das hat, glaube ich, noch ein bisschen gedauert. Das fällt dann nicht mehr so ganz in meine Zeit, weil das ist natürlich, was jetzt von meiner Sache aus interessant ist, also als als der erste PC oder der erste Apple rauskam, dann und diese vorgefertigte Software kam, das ist für mich dann nicht mehr so interessant, weil eigentlich die Herangehensweise an die algorithmische Kunst ist ja, dass man die Software schreibt. Also es ist eigentlich auch praktisch Textarbeit und die mussten sich ja das überlegen, wie soll das dann aussehen, mussten die sich vorher im Kopf überlegen und dann in so einen Algorithmus fassen. Und diese vorgefertigte Software, ja, das war so ab Ende der 70er, denke ich, dass dann vielleicht mit dem Apple II dann vielleicht irgendwelche Grafikprogramme auch kamen. Und ja. Du hast es, ja, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Auch der Apple II natürlich, die ersten Personal-PCs, die aufgekommen sind und die es natürlich viel, viel, viel mehr Menschen ermöglicht haben mit dem Computer. Genau, und da ändert sich natürlich auch dann die Grafik, sieht ganz anders aus. Also das ist ja dann so ein bisschen schrille, pixelartige Grafik, die auch ihre Ästhetik hat, aber das ist halt was ganz anderes wie diese Großrechner. Also das, was ich hauptsächlich habe, ist diese Großrechner-Grafik, würde ich mal sagen. Also du hast es mit dem Projekt, mit dem Siemens-Pavillon, haben wir schon eine ganze Reihe Verbindungen zur TU München und auch zu München als Stadt. Siemens hat ja seinen Hauptsitz in München. Ludwig Raase hat auch an der TU München Architektur studiert. Du hast selbst auch hier studiert und du bist tatsächlich zu einem Zeitpunkt an der TU gewesen, als viele der Umwälzungen passiert sind, die durch den PC, durch die Nachfolger des Mac 2 und des Macintosh und wie sie alle heißen, tatsächlich passiert sind. Und ich dachte, in den letzten paar Minuten können wir vielleicht nochmal so ein bisschen auch über die Frühzeit an der TU sprechen, die für uns als Architekturmuseum der TU München natürlich sehr interessant sind und die für uns insofern auch interessant sind, als wir gerade dabei sind, ein digitales Archiv aufzubauen. Mhm. Und als einen der ersten Teile tatsächlich die DIA-Sammlung des Lehrstuhls für Architekturinformatik übernommen haben. Also eine Sammlung von Dias, die von Bildschirmen abfotografiert worden sind. Genau das, was Heike Werner vorhin schon erzählt hatte, dass man also mit analogen Kameras sozusagen analoge Screenshots von Bildschirmen gemacht hat, weil das damals anders nicht speicherbar war, zumindest nicht in so großen Mengen. Mhm. Diese Sammlung haben wir eben gerade übernommen und jetzt wieder digitalisiert. Wir sind also einmal vom Digitale gegangen. Und insofern dachte ich, dass wir vielleicht noch ein paar Minuten über die Frühzeit des Digitalen an der Architekturfakultät hier in München sprechen können und vielleicht auch zu deiner Erfahrung als Studentin in den 90er Jahren. Ja, weiß gar nicht, ob ich da so viel berichten kann. Also ich habe tatsächlich einen Kurs belegt bei dem Professor Wolf Plotek und also man muss sagen, dass die meisten Leute, die in dem Kurs waren, eigentlich noch ziemlich unbedarft waren, auch was Computer angeht. Also ich zum Beispiel, ich konnte gerade mal mit einer Maus umgehen, da war ich schon ziemlich stolz drauf. Also und es war dann auch mehr so ein Kennenlernkurs dann. Es ging schon darum, dass man jetzt eine Grundrissform hat und dadurch daraus ein 3D-Modell oder eine 3D-Figur bildet. Und das war
schon sehr lustig, weil natürlich, wenn man an so einen Computer kommt, so als Anfänger, dann ist man natürlich erstmal begeistert, dass man unheimlich schräge Formen, gewölbte Formen, was weiß ich, machen kann. Und vom rechten Winkel wollte ich dann erstmal gar nichts mehr wissen. Und dann ist ständig der Computer eingefroren, weil das zu viel war einfach. Und also das war schon eigentlich so ein Kennenlernkurs, weil damals war es auch so, dass viele Architekturbüros noch nicht wirklich Computer hatten. Ich kann mich an welche erinnern, die hatten Computer und die haben immer darauf gewartet, dass ein Student kommt, der sich auskennt. Und ja. Und wie war das damals? Musste man dieses Seminar tatsächlich belegen, wenn man Architektur studiert hat, oder war das freiwillig? Also ich glaube, das war freiwillig, weil es war auch so, dass wir unsere Entwürfe, das war auch freigestellt, und ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass die allermeisten das noch analog gezeichnet haben auf dem Zeichentisch mit der Rasierklinge nebenbei. Und ich weiß gar nicht, ob da wirklich, also wenn, dann war wirklich eine Handvoll von Leuten, die das schon digital versucht haben, aber ich kann mich da jetzt nicht konkret an eine Person erinnern. Mhm. Also vielleicht auch noch eine lustige, das ist mir vorhin gerade eingefallen, dass da zu der Zeit ist eine Mitstudentin auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, da in dem einen Raum, da steht ein Computer, da hat man Zugang zu so einem Intranet und da kann man mit anderen Texte schreiben, die ganz woanders sind. Also es war also praktisch so eine Art Vorläufer von, ja, was wir heute haben. Des Internets. Das heißt, es gab dann wahrscheinlich auch eher eine kleine Anzahl von den Studenten, die dieses Seminar tatsächlich wahrgenommen haben. Also wenn ich mich richtig erinnere, gab es 24 Computer und das war mindestens für eine Jahrgangsstufe, wenn nicht sogar für mehrere Semester. Also zu der Zeit, wo ich den Kurs belegt habe. Also das heißt, die Plätze waren eigentlich sehr ausgebucht immer. Oder man konnte gar nicht so unbedingt da dran. Und kannst du dich noch erinnern, mit welcher Software ihr damals gezeichnet habt? Also ich bin mir nicht sicher, deswegen mag ich jetzt gar keinen Namen sagen. Sehr gut, das ist vollkommen okay. Also wir haben sehr viele, ich glaube AutoCAD und Archicad waren die meisten verbreitet, ja. Bilder, die wir gefunden haben, die wir jetzt wieder digitalisiert haben. Das schien mir am weitesten verbreitet zu sein. Gut, habe ich noch was vergessen, dich zu fragen, was wir unbedingt noch besprechen wollten? Muss ich jetzt mal... Nee, aber vielleicht gibt es ja noch Fragen. Genau, dann will ich nämlich die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Es ist natürlich ein sehr breites Thema, aber vielleicht gibt es ja trotzdem ein paar Fragen oder Anmerkungen. Schauen wir mal im Chat. Ich hätte eine Frage. Ja. Und zwar... Frau Werner, Sie machen ja, also Sie sammeln ja Bilder aus den frühen 60ern oder aus dem Anfang der Computer. Und können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel in 50 Jahren oder jetzt sagen wir mal in 60 Jahren unsere heutigen Bilder auch so einen Stellenwert bekommen? Es ist natürlich schwer zu sagen, wie das in 50, 60 Jahren aussehen wird. Aber das würde mich interessieren, ob Sie da irgendwie einen Wert drin sehen, dass sowas auch in ein paar Jahren kommen könnte. Ja, durchaus. Also ich glaube zum Beispiel, dass jetzt gerade die Grafik, die auch von den frühen Personal Computern oder von den frühen Apples erzeugt wurde, dass die jetzt wieder so ein Retro-Schick oder ein Revival erlebt. Also dass das, auch wenn ich das bis jetzt noch nicht so angeschaut habe, eigentlich jetzt unter dem Aspekt Sammeln, dass das schon auch seine Sammler hat und finden wird. Also ich glaube ich schon. Ja, also ich glaube, das können wir auch im Rahmen der Ausstellung vielleicht so ein bisschen breiter fassen, denn als ich vor 2 Jahren mit dem Thema, mit der Recherche angefangen habe,
habe ich mich mit vielen Kolleginnen und Kollegen intern und auch extern unterhalten über Bilder aus den 90er Jahren, also die Blobs von Greg Lynn und von vielen anderen, die ja, glaube ich, schon auch so einen gewissen, ich sage es jetzt mal vorsichtig, Ekelfaktor haben für manche, weil sie eben doch sehr grelle Farben haben, weil die Farben eben ja auch ein bisschen beschränkter waren im Vergleich zu dem, was man vorher hatte und auch im Vergleich zu dem, was man danach hatte. Also weil man eine gewisse Farbpalette hatte, aber eben dann mit diesen Farben auch leben musste. Und ich frage mich, ob auch nicht da jetzt nach 20, 25 Jahren nicht da so langsam so ein Umdenken aufkommt und diese Farben in irgendeiner Form auch wieder einen gewissen Charme entwickeln, so eine gewisse historische Qualität haben, für die man, glaube ich, einfach so einen gewissen zeitlichen Abstand braucht, um das erkennen. Ja, also das war jetzt mit diesen frühen Arbeiten eigentlich auch so, dass, sag mal, in den 80er Jahren wollte das eigentlich keiner mehr wissen, ja, was die da in den 60er Jahren gemacht haben. Und da war das natürlich völlig altmodisch, mit so Riesencomputern Grafiken zu machen, sondern und von daher ist es auch ein bisschen natürlich in Vergessenheit geraten. Und ja, das braucht dann, glaube ich, schon so 40 Jahre, bis man dann sieht, was kommt da wieder und was ist eigentlich, was bleibt von der Zeit. Ja. Und also ich finde es auch gerade interessant, jetzt im Hinblick auf Architekturdarstellung natürlich, das ist ja eigentlich permanent von Interesse dann, wie Architektur dargestellt wurde, ob jetzt in den 60er Jahren hier oder in den 80er Jahren dann. Super. Gibt es weitere Fragen? Ja, ich hätte noch eine Frage. Ja, hallo. Wenn wir vielleicht noch mal zu dem Bild von Herbert Franke gehen könnten. Ich glaube, das war die erste Folie. Also wenn ich das jetzt richtig vor Augen habe, auf der Folgefolie sieht man dann so ein Oszilloskop. Und meine Frage wäre, wie geplant war denn jetzt dieses Bild? Weil wenn ich so ein Oszilloskop vor Augen habe, dann bewegt sich da ziemlich viel und es werden irgendwelche Signale ausgewertet. Aber es ist immer in Bewegung. Also wie viel Zufall war da drin und wie gewollt war tatsächlich diese Konstellation an Linien? Kann man sagen, oder ist das jetzt? Ja, also ich kann da jetzt auch nur so ein bisschen ins Blaue sprechen. Also der Herbert W. Franke, der hatte schon auch so einen Oszillographen. Also das war eben noch kleinerer Bildschirm, glaube ich, als der, den man da gesehen hat. Und hat dann praktisch diese Schwingungen erzeugt, der konnte das in gewissem Maße schon beeinflussen. Oder hat zum Beispiel auch, das hat er ein bisschen später auch gemacht, das abgefilmt und hat dann Filmstills zum Teil auch ausgewählt. Also das war schon zu beeinflussen, weil das sieht man vielleicht an diesem größeren Analogcomputer, dass... Also man kann diese Analogcomputer ja nicht programmieren, aber indem man die Verbindung anders stöpselt, kann man das schon irgendwie beeinflussen. Aber wie das genau funktioniert, kann ich jetzt auch nicht sagen. Nee, okay, aber es gab so eine gewisse Auswahl, die er dann treffen konnte und aus der er auch seine Kunst dann wählen konnte. Genau, schon. Und das ist auch bei den späteren, dass eigentlich dieses Auswahlmoment, also manchmal haben die ja eben das nicht am Bildschirm gesehen, sondern haben dann irgendein Kunstwerk dann mal ausgedruckt und oder in 2, 3 Variationen und haben dann gesagt, ah ja, die dritte Variante ist wirklich, das wähle ich jetzt aus und das andere kommt in die Tonne oder so. Ja. Danke, tausend Dank. Bitte. Sehr schön. Gibt es noch eine Frage? Nein? Dann habe ich noch eine letzte Frage. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen mit dem Auswählen. Eine der Fragen, die ich immer am meisten bekomme von Besuchern am Ende der Ausstellung, wenn man so einen Durchgang gemacht hat, ist, jetzt kann der Computer so viele Dinge, wozu braucht man denn eigentlich noch Architekten? Was machen eigentlich Architekten, wenn man so viel automatisieren kann oder wenn der Computer so viele Schritte übernehmen kann? Hast du dazu auch eine Antwort? Jetzt muss ich gerade mal ins Heute zoomen.
Nun ja, also alles kann der Computer ja nicht. Also das ist eben, wie du auch gesagt hast, diese Auswahlgeschichte. Also bei Raase und Nees, also bei Ludwig Raase, der hat auch sich vom Computer dann eine bestimmte Anzahl von Möglichkeiten ausdrucken lassen und hat dann ausgewählt, was eigentlich das Sinnvolle ist. Und ja, rein theoretisch ist es auch denkbar, wenn man jetzt irgendwas auf dem Mars baut, dass das jetzt vielleicht ein Computer auswählt. Weiß man nicht, wie weit das noch geht oder welche Ansprüche da auch gebraucht werden. Mhm. Ja, also die Zukunft ist da offen, würde ich sagen. Aber für Architekten gibt es doch immer noch was zu tun. Genau. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Für Architekten gibt es immer noch genügend zu tun. Ja. Das freut mich sehr. Liebe Heike, ich danke dir für deine Zeit und für die sehr schönen Worte und kleinen Erklärungen zur frühen digitalen Kunst. Die Ausstellung Die Architekturmaschine ist momentan leider geschlossen, aber hoffentlich, so hoffen wir, wird sie nochmal zu sehen sein. Sie ist momentan offiziell bis zum 10. Januar 2021 angesetzt. Und wir haben im Rahmen dieser Ausstellung noch mindestens zwei weitere Vorträge. Am 25.11. spricht Philipp Schneider, der gerade auch schon eine Frage gestellt hat, mit Daniel Cardoso von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, der eine Rekonstruktion der ersten Computersoftware Sketchpad, die heute auch erwähnt worden ist, hergestellt hat, sowohl mit aktueller Software als auch mit aktueller Hardware, aber versucht eben die damalige Software und auch das damalige Gefühl, wie man an dieser alten Hardware gearbeitet hat, nachzuvollziehen. Wenn die Ausstellung wieder geöffnet hat, kann man also mit Sketchpad in der Ausstellung selber zeichnen. Das besprechen wir am 25.11. Und am 9.12. spricht unser Direktor Andres Lepik mit Chris Sharpes von Shop Architects in den USA, die also als Vertreter der aktuelleren Praxis, vor allem von 3D-Modellen, virtuellen Modellen, BIM, aber eben auch Fragen, wie man zum Beispiel Apps benutzen kann, um mehr Leuten Zugriff auf digitale Modelle zu geben. Zu diesen Fragen unterhalten sich Andres Lepik und Christopher Sharpes am 9.12. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie dann wieder sehen. Es gibt auch eine Publikation auf Deutsch und auf Englisch, die vieles, was wir heute besprochen haben, wesentlich detaillierter zusammenfasst und auch noch eine ganze Reihe anderer Projekte zeigt, die wir auch in der Ausstellung haben. Es gibt ungefähr 40 Projekte und insgesamt 8 Essays zum Thema sowie eine Timeline, eine Übersicht zur Geschichte der Architektursoftware ab den 80er Jahren bis heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn wir Sie das nächste Mal wiedersehen. Dankeschön. Okay, danke dir. Ciao.